Dann verschwand jedoch eines Nachts Conlans Sohn, Shimish. Am nächsten Morgen hat die ganze Stadt nach dem Jungen gesucht, aber ohne Erfolg. Er war ganz einfach weg. Spurlos verschwunden. Das ist wirklich seltsam. Ein paar Geistergeschichten aus der Taverne und ein kleiner Junge, der sich in den Bergen verlaufen hat. Meint ihr nicht, dass ihr etwas überreagiert? Ja, sind wir mal ein bisschen zynisch und fragen das. Der Junge war nur der Anfang. Ein paar Nächte später verschwand eine weitere Person. Megan Potts, die Hebamme der Stadt. Ihr Mann Khalil wurde vor Kummer fast wahnsinnig. Ohne ein Wort ergriff er sein Schwert und marschierte ihr nach in die Dunkelheit. Seither haben wir nichts mehr von ihm gehört. Okay. Und jetzt werden diese Entführungen immer häufiger. Aidan, der alte Wirt vom Gasthof zum Abendschatten, ist erst vor 3 Tagen verschwunden. Okay, könnt ihr mir mehr über diese seltsamen Ereignisse sagen? Ich kann euch nur das sagen, was ich weiß. Von welchem dieser seltsamen Ereignisse soll ich erzählen? Von den Monstern, die gesichtet wurden. Ihr habt sicher schon gemerkt, dass sich hier ziemlich viele Goblins herumtreiben. Das ist für diese späte Jahreszeit äußerst ungewöhnlich in den Bergen. Es ist fast, als würde sie etwas aus ihren Höhlen treiben. Ähnlich Aasgeiern, die dem Geruch von totem Fleisch folgen. Als ob die Goblins nicht reichen würden, wurden auch einige Riesen gesichtet, die in Gruppen bis zu 10 den Pass überquert haben. Ja, die Bekanntschaft haben wir auch schon gemacht. So viele Riesen in so großer Anzahl zusammen kann nur bedeuten, dass sie organisiert sind und eine gemeinsame Absicht verfolgen. Ich habe ihr Treiben genau beobachtet. Ihre Spuren verlaufen nach einem bestimmten Muster. Gerade so, als wären sie auf Patrouille. Und noch etwas. Während ich die Riesen ausgekundschaftet habe, habe ich noch andere Spuren entdeckt. Spuren, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Von was für einem Wesen sie stammen, weiß ich nicht. Okay, kannst du mir noch sagen? Ich kann euch nur das sagen, was ich weiß. Von welchem dieser seltsamen Ereignisse soll ich erzählen? Ihr spracht vorhin vom Gleichgewicht. Was für eine Art Gleichgewicht meint ihr? Das Gleichgewicht. Es ist, was die Druiden von Kuldahar heilig halten. Und seit Generationen mühevoll bewahren. Es ist überall. Wir sind es. Gleichgewicht ist die Harmonie, die entsteht, wenn Mensch und Natur lernen, miteinander zu leben. Sich nicht mehr bekämpfen, sondern sich als 2 Teile eines Ganzen ergänzen. Ihr nehmt diese Sache mit der Natur wirklich ernst, nicht? Gleichgewicht ist der Glaube, auf dem diese Stadt begründet ist. Der Grund für ihre Existenz. Seit Anbeginn haben die Druiden von Sylvanus, dem Eichenvater, dieses Heiligtum bewacht. Seit Hunderten von Jahren streben wir danach, das ideale Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur zu erreichen. Als schließlich Siedler zu diesem Pass kamen, war es der Erzdruide Tolben, mein Vorgänger, der den Grundstein für die Beziehung legte, die zur Entstehung dieser Stadt führte. Okay, Heiligtum. Von was für einem Heiligtum redet ihr? Die große Eiche. Der gewaltige Baum, der über uns wächst. Um uns. Er ist ein Heiligtum des Sylvanus. Denn er hat ihren Samen gepflanzt. Damals, als Ferun entstand. Sie ist ein Zeugnis der Urkräfte der Natur. Ein Monument ihrer Fähigkeit, trotz widriger Umstände zu wachsen und zu gedeihen. Dank Tolben sind die große Eiche, die wir Druiden Kuldahar nannten, und die Stadt, die unter dem gleichen Namen bekannt geworden ist, zusammen ein Denkmal von noch größerer Bedeutung geworden. Ein Denkmal des Gleichgewichts. Wer ist dieser Tolben? Tolben war die treibende Kraft hinter der Transformation des Heiligtums. Von einem heiligen Hain zu einer blühenden Stadt, in der Mensch und Natur als eins existieren. Zuerst hielt man die Siedler von diesem Ort fern. Die alten Druiden betrachteten Außenseiter als eine Bedrohung der Heiligkeit des Baumes und seiner wohltätigen Aura. Sie pflanzten Dornensträucher, um Eindringlinge fernzuhalten, und verwendeten ihre Kräfte, um die Männer und Frauen zu vertreiben, die an diesem Ort ihre Häuser errichten wollten, weil er den Göttern so nahe war. Erst als der Erzdruide Tolben sein Amt übernahm, wurde alles anders. Anders als seine Vorgänger glaubte er, dass die Besiedlung des Tals nicht nur unvermeidlich, sondern sogar der Wille Sylvanus war. Er glaubte auch, dass es ein Fehler gewesen war, die Siedler fernzuhalten. Und dass der Eichenvater von Anfang an die Menschen an dem Wunder der großen Eiche hatte teilhaben lassen wollen. Als Tolben Erzdruide wurde, entwarf er einen Plan, um die Vorsehung dieser heiligen Stätte zu erfüllen, indem er eine Einigung zwischen dem Heiligtum der großen Eiche und den Siedlern herbeiführte. Diese Einigung, glaubte der Erzdruide Tolben,
würde die Harmonie herbeiführen, nach der wir seit Generationen gestrebt hatten. Die Harmonie zwischen Mensch und Natur. Kuldaha ist das lebende Denkmal seiner Vision. Der Baum und die Stadt bilden eine natürliche Symbiose, von der es unmöglich ist zu sagen, wo das eine aufhört und das andere beginnt. Aber jetzt ist dieses Gleichgewicht gefährdet. Ja, könnt ihr mir noch was sagen? Ich kann euch nur das sagen, was ich weiß. Das Gleichgewicht ist die Harmonie, die entsteht, wenn Mensch und Natur lernen, miteinander zu leben. Sich nicht mehr bekämpfen, sondern sich als zwei Teile eines Ganzen ergänzen. Was könnt ihr mir über die Druiden von Kuldaha sagen? Gleichgewicht ist der Glaube, auf dem diese Stadt begründet ist. Der Grund für ihre Existenz. Seit Anbeginn haben die Druiden von Sylvanus, dem Eichenvater, dieses Heiligtum bewacht. Seit Hunderten von Jahren streben wir danach, das ideale Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur zu erreichen. Und ja, ich glaube, das haben wir schon mal. Als schließlich Siedler zu diesem Pass kamen, war es der Erzdruide Tolben, mein Vorgänger, der den Grundstein für die Beziehung legte, die zur Entstehung dieser Stadt führte. Erzdruide Tolben, die Stadtruine der Dorfmitte steht Ihnen... Die steht Ihnen da, ja? Tolben war die treibende Kraft hinter der Pflanzen. Erst als der Er glaubte auch, als Tolben... Der Baum und die Stadt bilden eine natürliche Symbiose, von der es unmöglich ist zu sagen, wo das eine aufhört und das andere beginnt. Aber jetzt ist dieses Gleichgewicht gefährdet. Ich verstehe, was sollen wir deswegen unternehmen? Ich befürchte, dass unser ganzes Lebenswerk zerstört wird, wenn wir nicht bald die Ursache dieser Ereignisse aufdecken. Das Böse, das über diese Berge gekommen ist, hat die Stadt wie eine Krankheit infiziert. Die Menschen hier leiden, und auch der Baum leidet an der Krankheit, die das Gleichgewicht stört und das mit ihrer bloßen Anwesenheit verdirbt. Aha. Der Wärmekreis, der von der großen Eiche ausstrahlt, ist schon kleiner geworden. Die weiter entfernt liegenden Gehöfte mussten wegen des Kraftverlusts des Heiligtums bereits aufgegeben werden. Ich fürchte, dass die lebensspendende Wärme völlig verschwinden wird, wenn wir nicht bald etwas unternehmen. Die große Eiche und die Stadt zu ihren Füßen werden dann sterben. Das darf nicht geschehen. Wir brauchen eure Hilfe. Ja, was euch helfen? Wohl kaum, Alter. Mich interessiert nur, wie ich lebend aus diesen schrecklichen Bergen herauskomme, verstanden? Ich würde euch gerne helfen, aber ich kann wirklich nichts tun, was euch helfen würde. Also gut, wir werden zusammen dieses Böse beseitigen, das dieses Dorf bedroht. Was müssen wir tun? Ja, Paladin, auch wenn die anderen da ein bisschen mit der Zähne knirschen. Ich schlage vor, ihr beginnt eure Nachforschungen im Tal der Schatten. Das ist nicht weit von hier. Der Boden dieses kleinen Tals ist von jeher in Dunkelheit gehüllt, als würde selbst das Sonnenlicht diesen Ort meiden. Mhm. In den engen Felswänden dieses Tals befinden sich zahlreiche uralte versteckte Krypten. Es gibt Gerüchte, dass die Toten wieder aufgewacht und aus ihren staubigen Gräbern gestiegen seien, um wieder unter den Lebenden zu weilen. Wenn diese Gerüchte wahr sind, dann vermute ich, dass das, was den Schlaf der Toten gestört hat, auch für die anderen Ereignisse verantwortlich ist. Geht ins Tal der Schatten und bringt so viel wie möglich über die Ereignisse dort in Erfahrung. Kommt dann hierher zurück und wir überlegen, wie wir vorgehen werden. Viel Glück und lebt wohl. Ja, neuer Tagebucheintrag. Ein sehr langer Tagebucheintrag. Ach, wichtige Ereignisse werden hier in beidem festgehalten dann. Okay. Also, wir haben endlich mit Arundel gesprochen, dem Erzdruiden von Kuldaha. Der alte Mann hat uns erklärt, warum er Hilfe aus Ofsthafen angefordert hatte. In den nahen Bergen scheinen böse Wesen in Unheil zu treiben. Arundel glaubt, dass diese Wesen auch für das Wetter am Pass und den Wärmering verantwortlich sind, der sich um Kuldahas große Eiche gelegt habe und sie langsam schrumpfen lasse. Er glaubt, dass das Böse auch hinter den zahlreichen Monstern stecken würde, die gesichtet wurden, und hinter den mysteriösen Entführungen aus der Stadt. Wir haben uns bereit erklärt, ein unweit gelegenes Tal zu inspizieren, um den Wesen auf den Grund zu gehen. Dort kursieren nämlich Gerüchte über Untote, die irgendwelche alten Gruften in diesem Tal der Schatten unsicher machten. Wir sollen in das Tal reisen und herausfinden, ob es einen Zusammenhang zwischen den Untoten und den Ereignissen in Kuldaha gibt. Da sollen wir zu Arundel zurückkehren und ihm berichten, was wir herausgefunden haben. Hm? Vorwärts! Bitte! Ihr müsst euch beeilen! Die Zeit arbeitet gegen uns. Wir müssen die Ursache des Bösen entdecken, bevor das Gleichgewicht unwiderruflich gestört ist. Ja, ich verstehe. Könnt ihr mir mehr über diese merkwürdigen Ereignisse am Pass erzählen?
Könnt ihr mir mehr über die Druiden erzählen? Das hatten wir beide schon. Sag mir noch einmal, was ist zu tun? Ich schlage vor, ihr ja. in den engen... Wenn diese geht ins Tal der Schatten. Das und kennen wir alles. Ihr müsst euch beeilen. Die Zeit arbeitet gegen uns. Wir müssen die Ursache des Bösen entdecken, bevor das Gleichgewicht unwiderruflich gestört ist. Ja, ich denke, ihr solltet das wissen. Auf dem Pass außerhalb des Dorfes ist mir ein Ogre begegnet. Dieser Ogre, der sich Gerek nennt, hat sich bei mir über starke Schmerzen in seinem Kopf beklagt. Könnt ihr ihm da irgendwie helfen? Interessant. Es ist unmöglich festzustellen, was ihm fehlt, ohne ihn selbst untersucht zu haben. Aber ich kenne ein Heilmittel aus Kräutern, das ihm helfen könnte. Wenn ihr wollt, verrate ich euch das Rezept, damit ihr ihm helfen könnt, sich selbst zu helfen. Ich werde nicht als Mittelsmann für Druiden und jammernde Ogern sein. Vergesst es, soll er doch verrotten. Mir ist es egal, lebt wohl. Sehr gut, wie lautet das Rezept? Er soll eine Handvoll Forstbeeren sammeln, die überall in diesen Bergen wachsen. Den Saft der Beeren muss er in einen Kessel mit kochendem Tundragras pressen. Anschließend muss er die ganze Mischung austrinken, damit die Schmerzen verschwinden. Ich werde es ihm sagen, er würde euch sicher dankbar sein. Lebt wohl. Ja, hat sich dadurch was an der Ogre-Aufgabe geändert? Nein. So, wir können hier hochgehen. Hier oben ist aber nichts außer uns. Einverstanden. Hier sofort. Oben ist auch nichts außer uns. Einverstanden. So, das heißt, wir gucken und reden wir mal mit den Stadtbewohnern, mal sehen, was die zu sagen haben. War bei den Höhen. Ich habe keine neuen Gesichter in Kudaha erwartet bei der Situation auf den Pässen. Ihr seid aus Osthafen. Wie seid ihr durchgekommen? Wir waren Teil einer Expedition aus Osthafen, aber nicht alle von uns haben es geschafft. Schweigt, zuerst möchte ich ein paar Fragen über diese Stadt beantwortet haben. Ich muss mich auf den Weg machen, lieb wohl. Nehmen wir das erste. Tut mir leid wegen eurer gefallenen Kameraden. Was ist passiert? Der Pass ist zugestellt und dazu kommt noch eine Horde von Kreaturen auf dem Pass. Hauptsächlich Goblins und Orks. Ich glaube nicht, dass da in nächster Zeit eine Karawane durchkommt. Das sind wirklich schlechte Neuigkeiten. Ich fürchte, die Lage hier in Kuldaha ist auch nicht viel besser. Ihr werdet euch noch wünschen, ihr wärt in Osthafen geblieben. Erzählt mir etwas über Kuldaha. Was wolltet ihr über Kuldaha wissen? Oder wolltet ihr vielleicht wissen, was in letzter Zeit in der Gegend um Kuldaha passiert ist? Um Kuldaha meint ihr wirklich das Wetter? Eigentlich würde ich gerne etwas über Kuldaha selbst erfahren. Wisst ihr etwas über das Tal der Schatten? Das Tal der Schatten? Fragt doch mal Mirik. Er und sein Bruder Silas unternehmen jedes Jahr eine Pilgerreise dorthin, um ihren Vorfahren Respekt zu erweisen. Allerdings sind sie gerade vor ein, zwei Tagen wieder losgezogen. Es wird eine Weile dauern, bis sie zurück sind. Da werde ich versuchen, sie im Tal zu finden. Volt geht lieber nicht in das Tal der Schatten. Das ist kein Ort für die Lebenden. Und solange sich die Toten um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, kümmern wir uns um unsere. Ich muss dorthin gehen. Das Tal könnte die Ursache für die Probleme in Kuldaha sein. Ich bin selbst noch nie im Tal gewesen, aber ich habe gehört, es sei voller Schatten. Dort herrscht die ganze Zeit Halbdunkel. Es bringt nichts Gutes, wenn Lebende einen Fuß in das Tal setzen. Lass das Böse unter sich bleiben, sagt man immer. Ich habe keine große Gefahr. Jeder Rat und jede Information von euch sind willkommen. Tja, ich weiß nicht viel über das Tal und ich rede auch nicht gern darüber, um ehrlich zu sein. Vielleicht habt ihr ja bei jemand anderem aus der Stadt mehr Glück. Sie wissen vielleicht mehr als ich und man weiß nie, was jemand noch einfällt, wenn man sich mit ihm unterhält. Da habe ich Fragen über die Stadt. Nun ja, Kuldaha ist keine große Stadt, aber ich kann euch ein wenig darüber erzählen, wenn ihr wollt. Wie lange gibt es diesen Baum schon? Er ist ja riesig. Der steht schon immer hier, solange ich denken kann. Ein Segen, soweit ich es beurteilen kann. Das kalte Wetter macht der Stadt, wo der Baum wächst, gar nichts aus. Er strahlt genug Wärme aus, damit alles grün bleibt. Ein wahrer Segen für müde Augen hier im Norden. Aber zu den Höllen, wenn ihr über den Pass gekommen seid, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Ich hätte noch ein paar andere Fragen. Kann ich irgendwo was zu trinken bekommen? Ich bin ziemlich durstig. Da müsst ihr zur Witkoms Taverne, dem Wurzelkeller, gehen. Den findet ihr etwas südöstlich vom Stamm des großen Baumes in der Mitte einer Gruppe von drei Gebäuden. Haltet ihr Augen offen, bei den hiesigen Wurzeln kann man fast über die Taverne drüber laufen, ohne sie zu sehen. Mhm. Also irgendwo in die Richtung. Ich hätte noch mehr Fragen. Ich suche einen Schlafplatz. Da gibt es den Abendschatten, aber nun... Der frühere Wirt ist einer von den Dorfbewohnern, die verschwunden sind. Und es gibt jetzt einen neuen Besitzer.
So ein Halblingshändler aus dem Süden, nicht sonderlich freundlich, aber ich schätze, der Abendschein ist der einzige Gasthof für Reisende. Bei all diesen Entführungen solltet ihr nicht draußen übernachten. Entführungen? Ja, in der letzten Zeit sind viele Leute verschwunden. Einer von ihnen war Conlans Sohn Chemisch. Am nächsten Morgen hat die ganze Stadt den Jungen gesucht, aber nichts gefunden. Er war ganz einfach weg. Spurlos verschwunden. Dann verschwand Mutter Egenia von der Kirche, Aidan, der Wirt, Megan Potts und noch ein paar. Keine Spur von ihnen, nichts. Dann hätte ich noch andere Fragen. Gibt es hier Vorrats- und Waffenläden? Es gibt zwei. Wenn ihr Waffen benötigt, dann geht zu Conlan, dem Schmied, im nördlichen Teil des Stadtzentrums. In seiner Schmiede sprengt Tag und Nacht ein Feuer. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Wenn ihr allgemeine Vorräte braucht, dann geht zu Gerd. Sein Laden liegt in der Nähe von Kuldahas Schneise nördlich der Brücke. Das Gebäude ist von einem Geländer umgeben und ragt über das Wasser hinaus. Ich habe noch andere Fragen.